Bahnverkehr rollt wieder. Nach sechswöchiger Umbauzeit rollen seit Mittwoch wieder Züge zwischen dem Hauptbahnhof Dessau und dem Bahnhof Roßlau. Gleisanlagen, Bahnsteige sowie Oberleitungen wurden erneuert und modernisiert. Zudem werden eine Lärmschutzwand und eine Weichenheitsstation in den kommenden Wochen fertiggestellt. Die Bahn investiert seit 2009 in diesen Eisenbahnknoten rund 330 Millionen Euro.